bei allem, was recht ist auf dieser Welt. Der Radio Zusa Rechtstipp mit dem Uelzener Anwalt Christian Teppe. Die Nebenkostenabrechnung nach dem milden Winter. Dieser Winter hat ja nun alle Temperaturrekorde gebrochen. Nicht nach unten, sondern nach oben. Wir hatten lange Zeit nicht so milde Temperaturen und brauchten entsprechend wenig zu heizen. Das wird sich natürlich auch bei den Nebenkostenabrechnungen für dieses Jahr niederschlagen. Also man muss davon ausgehen, dass man eben keine Nachtzahlungen, sondern Erstattungen erhalten wird. Und für Vermieter ist das manchmal ärgerlich, weil sie nämlich dann von ihren Vorauszahlungen, die sie von den Mietern bekommen haben, was zurückzahlen müssen und dieses Geld vielleicht schon an anderer Stelle verplant haben. Den Mietern ist in diesem Zusammenhang zu raten, von ihrem Recht auf Akteneinsicht bezüglich der Nebenkostenabrechnungsbelege auch Gebrauch zu machen. Das heißt, man braucht sich nicht darauf reduzieren zu lassen, sich die Abrechnung vorlegen zu lassen, sondern man darf auch zum Vermieter gehen und in die Originalbelege sehen. Man hat allerdings keinen Anspruch darauf, dass der Vermieter einem die Originalbelege kopiert und zusendet, sondern man muss sich dann eben zum Vermieter begeben und die Belege dort vor Ort prüfen, kann sich zur Not sogar noch jemanden mitnehmen, der da rechtskundig oder fachkundig ist, um eben diese Belege zu prüfen, um dann zu sehen, ob man tatsächlich genügend Erstattung bekommen hat oder ob einem überhaupt eine zusteht.